Die Bodyguard 323 kann für jede Art von Infusion genutzt werden, hier für parenterale Ernährung. Zuerst müssen die verschiedenen Komponenten der Infusionslösung wie Fette, Aminosäuren, Elektrolyte und Kohlenhydrate miteinander vermischt werden. Dies geschieht meist durch leichten Druck auf den Infusionsbeutel. Dann können weitere Nahrungsbestandteile wie Spurenelemente, fettlösliche und wasserlösliche Vitamine sowie Medikamente oder auch zusätzliche Elektrolyte zur Substitution hinzugegeben werden. Hierbei sind Ampullen mit fettlöslichen Vitaminen und Ampullen mit wasserlöslichen Vitaminen mischbar. Medikamente, die parenteralen Ernährungslösungen häufig hinzugegeben werden, sind zum Beispiel Metoclopramid, kurz MCP, gegen Übelkeit unter der Infusionstherapie, aber auch Opioide wie Morphin oder Insuline. Grundsätzlich ist es sinnvoll, vor dem Zumischen von Medikamenten den Hersteller zu kontaktieren, ob das Medikament mit der Lösung kompatibel ist. Auch zusätzliche Flüssigkeit, wie zum Beispiel 0,9%ige Kochsalzlösung, kann häufig hinzugefügt werden. Dies geschieht durch sogenannte Überleitsysteme. Ist die Infusionslösung fertiggestellt, kann sie mit dem speziellen Infusionsbesteck verbunden werden. Für parenterale Ernährung eignet sich zum Beispiel das Besteck APL 2002-2. Die Membran zum Verbinden mit dem Infusionsbesteck ist auf dem Infusionsbeutel gekennzeichnet. Beim Einlegen des Infusionsbestecks in die Bodyguard-Pumpe ist dringend auf die richtige Ausrichtung der Zuleitung zu achten. Lässt sich die Tür nur schwer oder gar nicht schließen, liegt die Leitung falsch. Ist das richtige Infusionsprogramm eingestellt, kann ich direkt nach dem Selbsttest die Laufrate und dann das Gesamtvolumen der Infusion eingeben. Es ist auch möglich, direkt die Dauer der Infusion einzugeben und die Berechnung der Laufrate der Pumpe zu überlassen. Hierzu muss ich über Einstellung ändern und dann mehr unter Eingabe eines Passworts im Hauptmenü den Programmpunkt Option Zeitdauer anklicken. Nach dem Neustart der Pumpe ist es dann nur noch erforderlich, das Gesamtvolumen der Infusion anzugeben, sowie die Zeit, in der die Infusion infundiert werden soll. Ist das Programm gestoppt, kann ich durch Drücken der Taste Prime Bolus das Infusionssystem entlüften. Gerade im ambulanten Bereich ist es äußerst praktisch, dass die parenterale Ernährung in einem Rucksack leicht mitgeführt werden kann. Ein solcher Rucksack wird dem Patienten meist von den entsprechenden Versorgern zur Verfügung gestellt. Bei diesem wird die Ernährungslösung in einen Karabiner eingehängt, sowie mit einem großen Klettgürtel befestigt und mit zwei weiteren Klettbändern vor dem Herausrutschen gesichert. In einer vorderen Tasche kann die Pumpe untergebracht werden. Auch diese wird mit verschiedenen Klettbändern befestigt. Am oberen Ende des Rucksacks wird schließlich die Infusionsleitung herausgeführt. Die Pumpe selbst ist bei solchen Rucksäcken durch eine transparente Folie leicht bedienbar. Ist das Infusionsbesteck mit dem Zugang des Patienten verbunden, kann die Applikation gestartet werden.